Und ein freudiges Hallo, meine kleinen Weltraumpiraten dort draußen, der NRW bei 18 hier. Und es geht endlich weiter bei Starfleet Academy. Ich glaube, ich begrüße euch jetzt mittlerweile schon die letzten 10 Teile genauso und es wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Denn es vergeht leider immer viel Zeit, bis ein neuer Teil kommt. Ich hatte, naja, wieder viel zu tun, ich hatte viel Arbeit und so weiter. Ihr kennt das ganze Prarara und ich will jetzt auch nicht wieder darüber anfangen zu reden. Was ich aber sagen möchte, ist, dass ich mich nochmal ganz recht herzlich bei euch bedanke. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung, dafür, dass ihr euch so freut, dass hier neue Teile kommen. Ich bin da mit ein, zwei Leuten mich am Unterhalten, die schreiben ja in die Kommentare oder halt auch per PM, dass sie sich tierisch freuen, wenn hier was Neues kommt und dass sie täglich gucken, ob ein neuer Teil kommt. Finde ich toll, ich hoffe, das bleibt so. Ich möchte aber euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und wir starten in die nächste Mission. Das letzte Mal haben wir gespielt am 5.7., heute haben wir den 16.7. Gut, nun, so viel Zeit ist jetzt nicht vergangen, aber egal. Komm, wir legen los. Das Programm, das mir Chekov heute gegeben hat, ist großartig. Ich fand die Allianz der Romulaner, Tolianer und Gorner ja schon schlimm genug. Aber er hat noch eine Rasse hinzugebracht, die er Anastasia nennt. Sturak! Sturak, hören Sie mich an! Sturak! David, der Angriff auf Basir. Was? Ich hatte den Beweis. Ich muss ihn holen. Nein, nein, kommen Sie! Wir würden es ja keine 10 Sekunden aushalten. Das ist giftiger Rauch! Kommen Sie, wir müssen alle... Kadett Forrester, Ihr schnelles Eingreifen hat Sturak vor ernsten Gesundheitsschäden bewahrt. Leider wird es ihn nicht vor einer Untersuchung bewahren. Wollen Sie andeuten, dass Dirk das Labor hochgejagt hat? Die Möglichkeit muss erwogen werden, Kadett. In jedem Kampf gibt es Märtyrer, Kadett. Im Namen meiner Crew. Ich protestiere, Sir. Zur Kenntnis genommen. Sturak steht für die Dauer der Untersuchung unter Stubenarrest. Er kann mit Ihnen an Teamprojekten arbeiten, das ist alles. Kein anderer Kontakt, Sir? Ich glaube, ich habe Deutsch gesprochen. Wollen Sie es auf Klingonisch hören? Nein, Sir. Noch Fragen? Der war gut. Sir, haben Sie irgendwelche Vermutungen, was hinter all dem steckt? Sir, Sie glauben doch nicht, dass Dirk das Labor hochgejagt hat. Haben Sie irgendwelche Vermutungen, was hinter dem... Sie können jetzt wegtreten, Kadetten. Aye, Sir. Toll. Die neueste Schandtat ist diese Explosion in der Raumflottenakademie. Diese mysteriöse Laborexplosion ist nur das letzte einer Reihe von Täuschungsmanövern der Raumflotte. Wir müssen die Wahrheit erfahren. Dieser Unfall hat alle kritischen Beweise vernichtet, die die Klingonen mit den brutalen Angriffen auf unsere Kolonien entlang der neutralen Zone in Verbindung brachten. Und warum hat die Raumflotte solch wichtige Beweise zur Erde geschickt? Sie sagten, sie wollten sie von den Forschern an der Akademie untersuchen lassen. Die Wahrheit ist, dass die Öffentlichkeit eher glaubt, dass ein Student das Beweismaterial versehentlich hochsprengt, als ein Wissenschaftler in einem ordentlichen Föderationslabor. Aber die Raumflotte machte einen entscheidenden Fehler. Die Person im Labor war ein vulkanischer Student. Und wir alle wissen, dass Vulkanier lebende Maschinen sind. Sie können gar keine Fehler machen. Warum benutzte die Raumflotte einen Vulkanier zur Hallo, Beweisvernichtung? Haben Sie das Weil gehört? Kaum zu glauben, dass die sowas übertragen. Er hat ein Recht auf seine Meinung. Du machst wohl Witze. Es ist ein Manchmal muss man extrem sein, um ein Argument anzubringen, sonst hört keiner zu. Was? Sie sagen, dass Sturak das Labor hochgesprengt hat. Wie geht es, Sturak? Einigermaßen. Und wie geht's dem Rest von uns? Uns geht's bestens. Ich habe was ganz anderes anzukündigen. Ein No-Win-Szenario wartet auf uns. Ist angeblich unmöglich zu schlagen. Soll uns das etwa aufhattern? Nun, ein Kadett hat es geschlagen. James T. Kirk. Es ist also schlagbar. Wenn er es schlagen konnte, können wir es auch. Lass uns doch versuchen, okay, David? Ach, du Scheiße. Schon wieder das auf den zweiten Kinofilm gemünzt. Wenn es ein No-Win-Szenario ist, dann sollten wir es nicht gewinnen. Das ist die Lektion. Irgendwelche Ideen, wie wir das schaffen könnten? Irgendwelche Ideen, wie wir es schaffen könnten? David, Sie kennen Kirk doch. Können Sie ihn fragen, wie er es gemacht hat? Warum nicht? Klar. Okay, das reicht. Also, ich muss gehen. Bis später. Toll. Ganz toll. Super. Klasse. Mann, 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 Mann.
Ja, Freunde, ich hoffe, die den letzten Teil gesehen haben, da waren ziemlich viele Andeutungen auf den zweiten Kinofilm Star Trek 2, Der Zorn des Khan. Ich hoffe, ihr habt ihn euch mittlerweile angeschaut, euch bestellt, euch, was weiß ich, keine Ahnung, ihn noch einmal angeguckt. Aber ich glaube, dass er auch jetzt wieder eine große Rolle spielen wird. Wir werden sehen, wir legen los. Inzwischen weiß jeder hier im Raum vom Vorfall im Wissenschaftslabor und den bedauerlichen Auswirkungen. Aber ich erwarte von Ihnen, dass Sie das alles verwinden. Sie werden hier reichlich Sorgen haben. Captain Kirk wird nun den verbleibenden Teil des Briefings durchführen. Captain? Danke, Commander. Der Klingonische Hohe Rat hat der Föderation offiziell versichert, dass Gouverneur Kumas Handlungen nicht genehmigt waren. Man sagt mir, wir glauben Ihnen auch. Die Klingonen möchten, dass Kumas sich entschuldigt. Und sie wollen, dass er das gegenüber dem Föderationsschiff tut, das von Anfang an dabei war. Sie natürlich. Sie fliegen nun zur Klingonischen Station K-28. In diplomatischer Mission. Als ein Diplomat und geladener Gast aktivieren Sie keines Ihrer Defensivsysteme. Außer man schießt auf Sie. Jede Verletzung des diplomatischen Codes wird als schwere Beleidigung des Klingonischen Reichs gesehen. Gewiss, Kumas ist auch nicht zufrieden mit der Situation und er wird wahrscheinlich alles daran setzen, einen Vorfall zu provozieren. Also, Vorsicht, Kadetten! Na, toll. Ins Logbuch. Sternzeit 3681,7. Wir sind auf dem Weg zu einer klingonischen Raumbasis, um dort die offizielle Entschuldigung des klingonischen Imperiums entgegenzunehmen. Mir ist allerdings recht unbehaglich bei dem Gedanken an klingonische Entschuldigungen. Vor allem, wenn solche eher politisch als von echter Reue motiviert sind. Kurs eingegeben, Captain. Ja, das ist ja... Da wird man mit Sicherheit auf uns schießen, aber egal. Eintritt in das Desnar-System. Ein schwerer Kreuzer der Klingone nähert sich uns. Ach du Scheiße. Klingon... Wir werden gescannt. Sie scannen uns erneut. Ihre automatische Scansequenz hat uns jetzt 87 Mal gescannt. Commander Kamath ruft uns. Was ist das für ein Trick, Forrester? Unsere Sensoren zeigen, dass Ihr Schiff zu viel Dilithium an Bord hat. Dilithium treibt Waffensysteme an. Sie wollen unser Friedensangebot nicht einhalten. Richtigstellung. Dilithium wird zum Antrieb aller Schiffssysteme benötigt. Boah. Jetzt hören Sie aber auf, Kamath. Dilithium wird von all unseren Systemen verwendet. Das wissen Sie ganz genau. Mr. Brady, werfen Sie das überschüssige Dilithium ab. Was? Ein ernstzunehmender Punkt. Ich werde Ihre Forderung vorbringen, wenn ich Gouverneur Kumas treffe. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass wir den Überschuss nicht zu einem unprovozierten Angriff gegen Sie benutzen werden. Okay, da würden wir zugeben, dass wir einen Überschuss haben. Ein ernstzunehmender Punkt. Ich werde Ihre Forderung vorbringen, wenn ich Gouverneur Kumas treffe. Gut, das könnte jetzt als Stärke angesehen werden in der klingonischen Welt, dass man... ja... die nächsthöhere Ebene direkt konsultiert. Und das hier drüber... Mr. Brady, werfen Sie das überschüssige Dilithium ab. Das ist ziemlich unterwürfig. Und das erste... Jetzt hören Sie aber auf, Kamath. Dilithium wird von all... Jetzt hören Sie aber auf, Kamath. Ja, ja. Dilithium wird von all unseren Systemen verwendet. Das wissen Sie ganz genau. Ich schwanke zwischen 1 und 3. Ich bin unschlüssig. Jetzt hören Sie ab... Wie können Sie es wagen, so mit mir zu reden? Wenn Sie nicht unter dem Schutz des Hohen Rates stünden, würde ich Sie in einzelne Atome zerlegen. Wir erhalten eine Meldung von Gouverneur Kumas. Einwohner des Klingonischen Imperiums, anders als die Narren im Hohen Rat, tat ich alles, was ich versprach. Darüber hinaus... habe ich meinem Volk einen Preis gegeben. Das Föderationsraumschiff Agincourt als Beute. Nun müssen Sie für Ihre Verbrechen büßen. Doch der Hohe Rat befahl,
Meine Familie reicht zurück bis zur Zeit Keines. Sie haben kein Recht, diese Erniedrigung zu befehlen. Gouverneur, das ist Verrat. Festnehmen! Kammer, durch den Himmel des Tarkat-Clans! Ich befehle dir, die Attenkur zu zerstören! Oh oh. Der Romulaner und die D7 aktivieren ihre Verteidigungsanlagen, aber sie verlassen die Gegend. Der schwere Kreuzer hat all seine Waffen aktiviert und geht zum Angriff über. Na toll. Ja toll! Das ist schon scheiße. Was soll das denn jetzt hier? Wir haben die Reparaturen am Verfassung, Sir. Captain. Das ist doch schon scheiße. Scheiße. Ja, weiß ich selber. Sein Schiff zu verlieren ist ein schwerer Schlag für den Kapitän. Ja. Sie haben bei dieser Mission Ihr Schiff verloren. Das bedeutet automatisches Scheitern. Versuchen Sie es im Simulator noch einmal, damit Ihnen so etwas im richtigen Universum vielleicht nicht passiert. Na, danke. Ihr Punktestand ist nicht der von uns erhoffte Kadett. Wiederholen Sie die Mission und diesmal denken Sie bei Ihren Entscheidungen. Ja, ja, think on your, ja, ja. Bla, bla, bla. Ah, nein, nicht speichern. Oh, nö. Weiter. Inzwischen. Ja, das kennen wir schon. Captains Logbuch. Das kennen wir auch schon. Kurs eingegeben, Captain. Gut, diesmal werde ich die dritte Antwort nehmen. Eintritt in das Desnar-System. Ein schwerer Kreuzer der Klingonen nähert sich uns. Na komm, scan mich und ruf mich. Wir werden gescannt. Sie scannen uns erneut. Ihre automatische Scansequenz hat uns jetzt 87 Mal gescannt. Commander Kamath ruft uns. Was ist das für ein Trick, Förster? Unsere Sensoren zeigen, dass Ihr Schiff zu viel Dilithium an Bord hat. Dilithium treibt Waffensysteme an. Sie wollen unser Friedensangebot nicht einhalten. Richtig Stellung. Dilithium wird zum Antrieb aller Schiffssysteme benötigt. Ein ernstzunehmender Punkt. Ich werde Ihre Forderung vorbringen, wenn ich Gouverneur Kumas treffe. Oder vielleicht doch lieber die zwei. Ich weiß es nicht. Freunde, wir nehmen die drei. Was? Sie wagen es, mich zu beleidigen, indem Sie meine Bedenken einfach beiseite schieben? Wenn Sie nicht unter dem Schutz des Hohen Rates stünden, würde ich Sie in einzelne Atome zerlegen. Wir erhalten eine Meldung von Gouverneur Kumas. Einwohner des Klingonischen Imperiums, anders als die Narren im Hohen Rat, tat ich alles, was ich versprach. Darüber hinaus habe ich meinem Volk einen Preis gegeben. Das Föderationsraumschiff Agincourt. Als Beute. Nun müssen Sie für Ihre Verbrechen büßen. Doch der Hohe Rat befahl. Meine Familie reicht zurück bis zur Zeit Keines. Sie haben kein Recht, diese Erniedrigung zu befehlen. Gouverneur Kumas, das ist Verrat. Festnehmen! Kumas! Durch den Himmel des Tarkat-Clans! Ich befehle dir, die Attenkur zu zerstören! Na toll. Aktivieren Ihre Verteidigungsanlagen.
aber sie verlassen. Der schwere Kreuzer hat und geht zum anderen. Ja, toll. Ach, das bringt doch nichts. Neustart! Captain Slogbo. Kurs eingegeben, Captain. Jetzt nehme ich die 2. Jetzt krieche ich auf allen 4. Eintritt in das Desnar-System. Ein schwerer Kreuzer der Klingonen nähert sich uns. Wir werden angewiesen anzuhalten und auf einen Sensorscan zu warten. Ups. Okay. Entschuldigung. Wir werden gescannt. Sie scannen uns erneut. Ihre automatische Scansequenz hat uns jetzt 87 Mal gescannt. Commander Kamath ruft uns. Was? Richtigstellung. Ja. Ein Mr. Brady. Mr. Brady, werfen Sie das überschüssige Dilithium ab. Sie haben wohl überhaupt kein Rückgrat, Forrester. Hm? Ist es da ein Wunder, dass wir Klingonen Sie verachten? Wir erhalten eine Meldung von Gouverneur Kumas. Einwohner des Klingonischen Imperiums, anders als die Narren im Hohen Rat, tat ich alles, was ich versprach. Darüber hinaus habe ich meinem Volk einen Preis gegeben. Das Föderationsraumschiff Agincourt als Beute. Nun müssen Sie für Ihre Verbrechen büßen. Doch der Hohe Rat befahl... Meine Familie reicht zurück bis zur Zeit Keines. Sie haben kein Recht, diese Erniedrigung zu befehlen. Gouverneur Kumas, das ist Verrat. Festnehmen! Kumas, du stehst im Eich des Tarkat-Clans. Ich befehle dir, die Agincourt zu zerstören! Toll. Der Romulaner und die D7 aktivieren ihre Verteidigungsanlagen, aber sie verlassen die Gegend. Der schwere Kreuzer hat all seine Waffen aktiviert und geht zum Angriff über. Keine Antwort, Captain. Keine Antwort. Ja, muss ich die jetzt zerstören oder was? Na, was? Ah, die Steuerung. Wow. Oh oh. Obere Schilde online. In kritischer Verfassung, Captain. Na, wo ist er denn? Sie sagen, sie bräuchten Zeit, um herauszufinden, was passiert ist. Kurs eingegeben, Captain. Na, ganz toll. Und ich habe Schilde repariert. Kein Warp-Antrieb. Ja, ich bin jetzt hier im Warp-Antriebssystem, Freunde der Sonne. Ich denke nicht, dass ihr das jetzt sehen werdet, denn das So. Leicht. Obere Schilde sind repariert. Wohin kommen wir denn jetzt wieder zur Raumbasis? Toll. Das soll es jetzt gewesen sein. Ist das jetzt diese Snow-Waste-Situation oder was? Wir versuchen's. Ruffrequenz offen. Alles läuft best. Mission erfüllt, Raumflotte. Jetzt bin ich gespannt. Sie haben das klingonische Invasionsszenario sehr erfolgreich bestanden. Hm? Es gibt einen neuen Gouverneur in der Hans-Nah-Provinz. Und alles ist nun wieder normal. Also, Gerüchte besagen, Kumas wird von den Familien derer gejagt, die auf dem klingonischen Advanced Cruiser waren. Ja,
Soll das jetzt gewesen sein, oder was? Freunde, es scheint so. Es war wieder eine sehr aufregende Mission und eine sehr haarsträubende auch dazu. Egal, wir sind in der Story weit vorangekommen. Es gab eine Explosion. Stuart wird verdächtigt. Der ist jetzt in seinem Quartier unter Stubenarrest eingesperrt. Ja, und wir haben einen klingonischen Heavy Cruiser zerstört. Wie aufregend. Und ich glaube, die Spannung bleibt erhalten. Freunde, und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, NRW bei 18, adieu.